Wir verlassen die Küste und entdecken ein wunderschönes Dorf in den Bergen, machen eine Wanderung in das weiße Dorf Kompeta und zeigen euch wieder ein Rezept für die gesunde Küche. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Wir sind Simone und Michael und gemeinsam mit unseren beiden Fellnasen Kalle und Sanni reisen wir im Wohnmobil durch Europa. Dafür haben wir unsere Jobs gekündigt, uns fast komplett von unserem Hab und Gut getrennt und lassen uns nun auf ein neues Abenteuer ein. In den letzten 2 Jahren haben wir 11 Länder bereist, viele tolle Orte und neue Menschen kennengelernt. Wir haben letztes Jahr in Italien überwintert und den Sommer in Schweden verbracht. Diesen Winter reisen wir für ein paar Monate nach Spanien und sind schon sehr gespannt, was uns dort erwartet. Wenn du wissen willst, was wir alles erleben und wohin wir genau fahren, dann schau immer sonntags hier auf dem Kanal vorbei und komm mit auf unsere Reise. Hallo! Hola! Wir waren jetzt gut eine Woche hier an der Küste im wunderschönen Almuñécar. Hat uns total gut gefallen, hat sich angefühlt wie Urlaub. Aber wir fahren weiter, denn ab heute ist das Wetter schlechter gemeldet. Angekündigt sind 4 Tage Regen. Wir nutzen das, um ein bisschen was zu arbeiten. Videos müssen fertiggestellt werden und ein paar andere Dinge müssen wir erledigen. Wir haben uns deshalb einen Stellplatz im Hinterland ausgesucht, der laut den Rezensionen ein sehr gutes Netz haben soll. Aber davor müssen wir jetzt noch ein paar Erledigungen machen. Wäsche ist schon gewaschen, wir müssen jetzt noch einkaufen und Gas tanken. Und dann ja, geht's auf den neuen Stellplatz. Wir nehmen euch wie immer mit. Viel Spaß mit den Bildern. Wir sind jetzt gerade am Gas tanken und das muss ich euch sagen und die Tankstelle verlinke ich euch auf jeden Fall. Es ist eine Repsol. Hier gibt es nicht nur Gas, sondern es gibt auch eine öffentliche Wäscherei, also so ein Waschautomatenteil und es gibt eine Waschanlage für Hunde. Ich drehe mal die Kamera, wartet. So, hier ist die Waschanlage für Hunde. Also das ist richtig cool. Wir haben jetzt leider keine Zeit, sonst hätten wir es wahrscheinlich genutzt. Und die Tankstelle hat auch noch einen Amazon-Locker. Wir verlassen die A7 in Höhe Caleta de Velles und unser Navi zeigt uns für die restlichen knapp 20 Kilometer eine Stunde Fahrzeit an. Die A7206 ist eine Carretera Montaña, also übersetzt eine Bergstraße und das erklärt so einiges. Die Strecke ist grundsätzlich gut zu fahren, aber sehr kurvig. Alter Verwalter, was er fährt. Ja, wir haben es geschafft. Ich habe mir gerade auch noch abgekurbelt. Also für Fahrzeuge, die mit Hänger unterwegs sind, ist es sportlich. Und alles, was über 10 Meter ist, auch. Aber der Ausblick ist schon mal cool, Hammer, ja. Oder? Ja. Der Wohnmobilstellplatz El Mosquin liegt auf 680 Meter am Ortsrand von Canillas de Albaida. Die Anfahrt ist steil, aber machbar. Er kostet 10 Euro ohne Strom, 13 Euro mit, hat mega gutes WLAN, ein großzügiges Sanitärgebäude, Ver- und Entsorgung, einen fantastischen Ausblick und ist ideal für alle, die gern wandern oder Ruhe suchen. Wir zeigen euch den Platz nochmal ausführlich mit allen Details in einem separaten Video.
Damit ihr wisst, von welchem Ausblick wir schwärmen, schicken wir die Drohne in die Luft. Die Wetterverhältnisse sind gut, bis eine Windböe kommt. Der Drohne ist Gott sei Dank nichts passiert. Im zweiten Anlauf klappt es jetzt. So, willkommen zum Rezept der Woche. Ich hatte euch letzte Woche ja gefragt, ob es euch interessiert, dass ich ein paar Rezepte poste oder einfach zeige, was ich so koche. Und ich war total überrascht, dass euch das offenbar so sehr interessiert, dass ich mich jetzt entschieden habe, ein Rezept der Woche einfach einzufügen. Ob ich das jede Woche mache, weiß ich nicht, aber ein paar Ideen habe ich schon. Und ich dachte, ich fange heute mal mit Soja an. Ich esse ja kein Fleisch und ich kenne viele, die wollen den Fleischkonsum reduzieren, wissen aber nicht so recht, wie und was kann man machen. Fertiggerichte ist jetzt nicht wirklich eine Alternative. Und ich will euch heute zeigen, wie ihr ganz einfach, auch im Wohnmobil und super schmackhaft, Hackfleisch machen könnt. Also so eine Art Bolognese oder Gulasch oder je nachdem. Und zwar nehme ich am liebsten texturiertes oder ja, Soja-Granulat. Ich zeige euch das mal. So sieht das hier in Spanien aus. Bekommt man bei Mercadona. In Deutschland mag ich ganz gerne von Alnatura. Ihr bekommt es aber auch von anderen Marken, wenn ihr zu Rossmann, DM und den anderen Verdächtigen geht. Das gibt es in verschiedenen Stufen. Hier in Spanien habe ich leider nur diese Stufe gefunden. Das heißt zwar fein, ist aber nicht wirklich fein. Man könnte es, wenn man jetzt so ein feines Hackfleisch, also ist natürlich kein Hackfleisch, ne, seht es mir nach, also Art Hackfleisch haben will, nochmal ein bisschen zerkleinern. Und ja, ich zeige euch, wie man das zubereitet und viel Spaß. Für das Grundrezept braucht ihr Soja, Tomatenmark, passierte Tomaten oder Tomate Frito, Zwiebel, Knoblauch, wenn ihr mögt, Chili, Gewürze. Soja an sich ist eher geschmacksneutral. Zum Ablöschen Sojasauce, alternativ geht auch Rotwein oder Bier. Ich verwende heute noch Karotten und Lauch. Und für das Soja könnt ihr rechnen, 30 Gramm pro Person, Wasser immer die dreifache Menge. Gut köcheln lassen, bis das Wasser weg ist. Aber das seht ihr jetzt gleich im Schnelldurchlauf. So, das köchelt jetzt 30 Minuten vor sich hin, gerne auch eine Stunde, wie bei einer guten Bolognese. Länger geht eigentlich immer. Man kann es super am Vortag, Vortag zubereiten.
Gewärmt schmeckt es tatsächlich fast noch besser. Ich mache immer die doppelte Menge, dann hat man am nächsten Tag einfach auch nochmal was zu essen. Bei uns gibt es jetzt Kartoffeln mit dazu. Ihr könnt dieses Grundrezept aber auch variieren, wenn ihr anstelle von Lauch und Karotten zum Beispiel Mais und Kidneybohnen nehmt, dann habt ihr ein Chili. Oder wenn ihr Gulasch macht, macht ihr wahrscheinlich Paprika dazu. Und so könnt ihr es variieren, wie ihr es von eurer Hausmannskost im Grunde gewohnt seid. So, wenn das fertig gekocht hat, dann sehen wir uns nochmal zum Essen. Guten Appetit. Na dann, guten Appetit. Auf dem Stellplatz hängt eine Hinweistafel mit Informationen zu Wanderwegen. Es gibt die Adresse einer Bodega und in der Mitte hängt ein Stadtplan mit zusätzlichen Hinweisen. Wie üblich hier in Spanien sind überall QR-Codes mit angegeben, so dass man sich bequem alle Infos aufs Handy laden kann. Wir laufen jetzt erstmal runter ins Dorf und treffen direkt schon einen Einwohner. Wie es auch angekündigt war, hat es ja tatsächlich 3 Tage geregnet. 2 Tage auf jeden Fall durchgeregnet. Naja, aber heute ist die Sonne wieder rausgekommen, die Wolken haben sich verzogen. Und laut Wetter-App sind es 15 Grad, aber hier in der Sonne, es fühlt sich an locker wie 20, 25 Grad, würde man fast behaupten. Ne? Ja, der Wind ist schon ein bisschen zugig, aber in der Sonne lässt sich gut aushalten. Ja. Der Stellplatz, der war, so wie wir es auch erhofft haben, perfekt für die letzten Tage. Uns war ja wichtig, dass er ein gutes WLAN hat und wenn es schon regnet, man auch irgendwo steht, wo es nicht allzu matschig ist. Also auf Gras oder so wollten wir jetzt nicht stehen. Und die Rechnung ist aufgegangen. Wir hatten gutes WLAN, konnten ein bisschen was abarbeiten. Und den Stellplatz als solches können wir euch auf jeden Fall empfehlen. Der liegt relativ hoch, 680 Meter. Haben wir hier die Kirche. Hier kann man noch zur Messe gehen jetzt, von wieder. 680 Meter liegt der Stellplatz und man hat einen wunderbaren Blick. Man kann schauen bis ans Meer einerseits und andererseits sieht man Berge, auf denen sogar Schnee liegt. Also wirklich, wirklich ein toller Platz. Ne? Ja, man kann auch gut laufen, runter ins Ort. Ja. Was wir jetzt gemacht haben, der Ort ist wie, also es fühlt sich an wie ein Labyrinth. Ja. Lauter kleine, enge, steile Gässchen, schmal. Man muss überlegen, wo man eigentlich gerade ist. Google Maps hat die Straßen ja so. Die haben die gar nicht, drin. Die kleinen, ne? Nee, wir haben die Bäckerei gesucht und sind, glaube ich, 3-mal dran vorbeigelaufen. Na, notfalls können wir jetzt noch mit dem Kompass navigieren, wenn wir wieder raus wollen. Ja, aber irgendwie werden wir wohl wieder rausfinden. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen weiter, nehmen euch mit durch das kleine Dorf und Canillas de Albaida wird als Perle der Azaquia bezeichnet. Ursprünglich war Canillas de Albaida ein arabisches Landgut aus dem 13. Jahrhundert, das den Namen Albaida, also Weiß, deshalb erhielt, aufgrund der zahlreichen weißen Blumen hier. Das Dorf hat 800 Einwohner und liegt an der Route der Sonne und des Weins und ist Teil der weißen Dörfer der Costa del Sol. Der Ort zeichnet sich durch seinen alten Ortskern mit engen, verwinkelten und steilen Gassen sowie weiß getünchten Häusern aus.
die Straße hier im Ort sind so schräg und so steil, dass man hier im Beton einfach Rille reingemacht hat, damit man nicht abrutscht. Das ist schon krass. Guck mal. Also man muss schon gut zu Fuß sein hier. Es ist wunderschön. Aber wer Fußleiden oder Knieleiden hat, für den ist es kein Spaß. Wir haben jetzt hier ein kleines Café gefunden. Wir haben kurz vor 3 und es gibt noch Menü der Gier. Die Uhrzeiten sind jetzt nicht mit Deutschland vergleichbar. Nee. Als Vorspeise haben wir uns gewählt Thunfischsalat. Also der sieht schon mal sehr lecker aus. Zweiter Gang kriegen wir Nudeln. Michel mit Bolognese, ich mit Tomate. Und als Nachtisch gibt es dann noch Mousse au Chocolat, Chocolat oder Pudding. Wir lassen es uns schmecken. Achso, übrigens, das Ganze kostet 8 Euro. Gut. Ist das lecker? Es war saulecker. Wir hatten ja so ein bisschen, da seht ihr das Preisschild übrigens, wir hatten erst so ein bisschen Bedenken bei 8 Euro, ob das was ist, aber hat richtig gut geschmeckt. Die Menü del Dia kann man wirklich empfehlen. Gibt es eigentlich überall in Spanien, sind meistens einfache Gerichte, man hat mehrere zur Auswahl und ja, perfekt für ein kleines Mittagessen. Für einen kleinen Preis. Ja, noch dazu. Vom Wohnmobilstellplatz aus machen wir heute eine Wanderung ins Nachbardorf Kompeta. Der Weg sind etwa 2,5 Kilometer und führt uns vorbei an riesigen Aloe-Pflanzen, Olivenbäumen und man sieht Avocado-Bäume, soweit das Auge reicht. Der Weg ist teilweise recht eng und uneben, also nur empfehlenswert, wenn man auch entsprechend trittsicher ist.
geschafft. Wir haben es geschafft, ja. Von unserem Stellplatz hier hoch nach Kompetta. Das waren 2,4 Kilometer. Ließ gut laufen. Waren überwiegend, ja, waren es Wanderwege. Ich nenne es mal Trampelpfade, aber in Google Maps war es eingezeichnet. Ideales Wetter. Wir haben heute 12. März und waren an der Apotheke vorbeigelaufen und dann hat man oftmals die Anzeige und da stand dann 20,5 Grad, also zumindest in der Sonne. Ideale Bedingungen für uns und auch für unsere Hunde, ne, zum Laufen. Ja, hat gut funktioniert. Das Ort selbst hier ist ein bisschen größer wie Cabanillas de Albaida, hat, ich glaube, 3.500 Einwohner, ist aus unserer Sicht auch wirklich sehenswert. Wir stehen jetzt hier auf dem Paseo de las Tradiciones und ihr seht hinter uns hier, das sind lauter so Fliesengemälde und die beschreiben die Tradition der Stadt hier. Uns gefällt es ganz gut. Wir gehen jetzt unseren obligatorischen Kaffee trinken, laufen noch ein bisschen durch die Gassen und wir zeigen euch natürlich, wie es hier aussieht. Genau, das machen wir jetzt. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Kompetta ist wie auch Cabanillas de Albaida maurischen Ursprungs und wurde bis ins 16. Jahrhundert von einer arabischstämmigen Bevölkerung bewohnt. Im Jahre 1884 wurde der Ort von einem Erdbeben schwer beschädigt und im darauffolgenden Jahr brach eine schwere Choleraepidemie aus. Kompetta gilt heute als eines der spektakulärsten Dörfer der Provinz. Quiero un carro que corra más. Traigo un fin y después fumo un cabo de cigarette. Me pierdo en la ciudad. Ha llegado mi tiempo ya. Voy a vivir porque si yo no soy yo, pues quién. Todos caen a mi lado. Los menos los arranqué. Me siento feliz porque. Centrado. Te burlaste de mí, se hace a cabo. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Quiero un carro que corra más. A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo. A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo. Los frenos os arranqué, el riesgo me cae bien. Los frenos os arranqué, el riesgo me cae bien. A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo. A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo. Die Ermita San Antonio ist ein Heiligtum aus dem 18. Jahrhundert, das eine der beliebtesten Karwochenschnitzereien des Dorfes zeigt, die Borriquita. Auf dem Rückweg finden wir dann den Einstieg zum Sendero GR249, dessen Abzweigung wir auf dem Hinweg wohl verpasst haben.
Hier kann man nicht nur bis nach Canillas de Albaida laufen, sondern noch viele Kilometer weiter im Naturpark Sierra de Almijara wandern. Auf dem Hinweg ja die Abzweigung auf dem Wanderweg verpasst. Da geht's entlang. Seht ihr da oben ist der Pfosten mit der Wandermarkierung. Wir waren aber im Gespräch. Wir sind wieder zurück von unserem Ausflug. Das war ein richtig schöner Tag, ne? Ja. Und letztendlich waren es dann doch 8,5 Kilometer, die wir unterwegs waren. Karl und Sani sind jetzt platt, die schlafen schon, die haben noch was gegessen. Und ja, ist uns richtig gut gefallen. Ja, das Wetter hat vor allen Dingen mitgespielt. Wir hatten sehr viel Sonne. Wie ihr seht, ich sehe immer mehr aus wie Punkt die Stubenfliege. Oder wie ein Panda-Bär, nur andersrum. Oh, deswegen setze ich die jetzt auch wieder auf. So. Also aus unserer Sicht ist der Platz, die Gegend, die kleinen Dörfer wirklich noch ein Geheimtipp. Den Platz gibt es, glaube ich, seit 2022 schon. Also ist jetzt nicht erst seit gestern. Wirklich sehenswert. Wir hoffen, das Video und die Umgebung hat euch gefallen. Vielleicht reist ihr mal hierher oder ihr wart hier schon. Lasst uns doch mal einen Kommentar da. Morgen geht's für uns weiter und seid gespannt, wohin. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.